So, weiter geht's mit Let's Walkthrough GTA Vice City. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, nachdem wir im letzten Part $51.100 verdient haben, ja, jetzt denkt ihr euch bloß, warum renne ich jetzt zurück? Mir ist gerade eingefallen, ich könnte den Monster Stunt. Ja, Monster Stunts auch eine, sagen wir mal, etwas, das es zu absolvieren gibt. Und hier ist gerade einer. Achtung. Ja, den schaffen wir locker. Monster Stunts gibt es 36 Stück. Und die werden wir auch schön, nochmal $100 kassiert, werden wir auch schön, perfekt. Diese werden wir natürlich, die zählen auch zu den 100% und deshalb werden wir die natürlich auch fleißig machen. Jetzt werden wir uns zuerst aber mal Munition kaufen, denn mit 30 oder 60 Schuss, wie wir sie gerade haben, kommen wir nicht allzu weit. So, das ist der Ammunition, das Waffengeschäft, hier die Mac. Das Gute bei den Maschinenpistolen ist, dass man, also es keine Rolle spielt, ob man jetzt eine Mac oder eine Uzi oder eine MP5 hat. Die Munition bleibt immer gleich, also man verliert keine Munition. Das ist hingegen nur bei den Maschinenpistolen so, bei allen anderen Waffen verliert man. Also wenn man jetzt, sagen wir, 100 Schuss von einer normalen Pistole hat und dann einen Colt nimmt, dann sind die 100 Schuss von der Pistole verloren. Und das ist aber bei den Maschinenpistolen nicht so. Ihr seht, wir kaufen da schön fleißig Munition. Und zwar für die MAC-10. Die MAC-10 ist die günstigste Maschinenpistole. Das heißt, wir kaufen Munition bei der günstigsten. So. Jetzt haben wir 9.990 Schuss plus 30, die bereits im aktuellen Magazin sind. Und jetzt werden wir zu einer Uzi, die sich in der Nähe befindet, fahren. Und zwar ist die gleich hier hinter dem Pay and Spray. Genau hier hinten ist sie. Wir sammeln die ein und ihr seht, jetzt ist natürlich der Munitions... ich zeige euch das gleich. So. Ich habe gesehen, der Munitionsbalken war verschwunden, weil wir über 9000, ich weiß nicht, 9000, also wir hatten 10.000 Schuss. Und 10.000 Schuss kann die Munitionsanzeige nicht anzeigen und deshalb war der verschwunden. Es gab immer wieder Leute, die da in welchen Foren oder so geschrieben haben, dass wenn man, wenn dann der Munitionsbalken verschwindet, dann hätte man unendlich Schuss und so. Aber wie ihr eben gesehen habt, ist dem nicht so. Jetzt haben wir gleich unser erstes Apartment gekauft für $7.000. Hier können wir jetzt umsonst speichern. Wir haben auch eine Garage. Auch etwas, das wir beim, dem ersten Punkt, wo wir ja... Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade ein kleines Blackout, tut mir leid. Also beim ersten Punkt, dort wo eben, wo ich gesagt habe, wo die Story dann weitergeht, dort hätten wir die Garage nicht gehabt, das ist auch ein Vorteil. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder die Ampel auch noch gleich mitgenommen. So, jetzt fahren wir, wie bereits schon im letzten Part angekündigt, werden wir jetzt die ersten Parts mit den versteckten Päckchen. Ja, kann mal schauen hier. Ja, wir haben noch keinen, sag jetzt mal, auf dem Gewissen. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht besonders scharf drauf, hier Zivilisten quasi unnötig über den Haufen zu fahren. Es lässt sich allerdings nicht vermeiden, denn wie man gerade gesehen hat, springen die... Oh, hübscher Hintern. Naja, wie auch immer, lässt es sich nicht vermeiden, dass einen Zivilisten Passanten vors Auto springen. Und ja, was will man machen? Also man kann nicht, das habe ich früher mal gemacht, bei jedem Passanten, der da Verkehrsunfall, zweites Päckchen, habe ich da immer wieder das Spiel neu geladen. Aber sehen wir mal ehrlich, es ist ein Spiel. Klar, ich finde es, ich bin nicht ein Fan von, sinnlose Gewalt oder... Ups, jetzt wäre ich gleich selbst ins Wasser gefallen.
Ja, ich bin kein Fan von sinnloser Gewalt, also eigentlich von Gewalt überhaupt nicht, aber das ist ein Spiel, man sollte da auch klar abgrenzen, was ist Realität, was ist Spiel, das ist ein Spiel. Gewalt in der Realität nicht gut, aber hier eben sind wir in einem Spiel, aber trotzdem muss es nicht überrissen gewalttätig sein. So, nun dieses schicke Gebäude hier, das vielleicht gleich noch zum Anmerken, das ist das Haus von Lance Vance, den werden wir später noch kennenlernen. Der hat in GTA Vice City Stories, das ist leider nur für den PS2 erschienen. Das ist quasi so die Vorgeschichte von GTA Vice City. Ah ja, übrigens, das habe ich ganz vergessen. Vice City, das spielt in den 80er Jahren und zwar im Jahr 1986. Das war das Jahr, wo Tschernobyl war. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht gerade, was da sonst noch so passiert ist. Auf jeden Fall, Gorbatschow war dort schon an der Macht. Also es ging langsam so Richtung Entspannung. Aber der Kalte Krieg war offiziell immer noch am Laufen. Genau, jetzt sehen wir hier einen Rampage, weil ich die ungeschnittene Version spiele. Bei den Rampage, muss ich ehrlich sein, werde ich euch nur ein paar zeigen, wo es nicht um das Ausschalten, man muss ja Gangmitglieder ausschalten und das werde ich mir schenken, weil eben, ich muss sagen, die Rampages sind teilweise schon sehr fragwürdig. Und ja genau, lass mich doch mal durch. Aber es gibt ein paar Rampages, die sind noch interessant. Also dort muss man Fahrzeuge zerstören und so. Ja, ist im Prinzip auch kein großer Unterschied. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen diskreter mit den Fahrzeugen. Und die zeige ich euch, weil man muss sagen, Rampages, das ist eigentlich ziemlich einfache Kiste. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen schwerer, aber die Rampage, die ich euch zeigen will, die haben eigentlich alle das gleiche Problem und zwar muss man Fahrzeuge zerstören, aber die Fahrzeuge tauchen einfach nicht auf. Und dann läuft die Zeit ab und man ist gescheitert. Und da gibt es aber einen einfachen Trick, wie man das verhindern kann und den möchte ich euch zeigen, weil sonst, wie gesagt, Rampages zu gewalttätig, sonst aber eben die paar Rampages. Eben zu gewalttätig, aber sonst relativ einfach. Und ja, jetzt, ja, ich glaube, Entschuldigung jetzt, dass ich kurz Thema wechsle, aber ich werde jetzt ein paar, ich habe gesehen, wir haben noch ein bisschen Zeit für diesen Part, werde ich noch ein paar zusätzliche Päckchen holen. Und zwar hier ist eins, muss man vorsichtig sein, gerade wenn es regnet und rutschig ist, dass man da nicht in das Wasser fällt. Weil eben man ertrinkt. Also es ist im Spiel effektiv so, dass wenn Tommy Vercetti ins Wasser fällt, dann ist er tot. Genau. Eben wegen den Rampages nochmal, um das nochmal, um meinen Satz von vorhin zu. Ups, eben habe ich meinen ersten überfahren. Krieg auch einen Polizeistern. Also jetzt werde ich von der Polizei gesucht. Ist aber nicht weiter tragisch, weil der Polizeistern, der verschwindet dann. Ui, das war ein nicht beabsichtigter Stunt, der nicht mal als Stunt zählt. Schade eigentlich. Auf jeden Fall warte ich jetzt noch. Jetzt haben wir nämlich das 10. Päckchen kugelsichere Weste im Ocean View Hotel angeliefert. Also jetzt haben wir dort immer kostenlos eine kugelsichere Weste in unserem eben das besagte Ocean View Hotel. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch sehen. So. Eben, um noch kurz den Satz zu vollenden, die Geschichte mit den Rampages, eben die, wo ich sage, sind relativ gewalttätig, aber in der Regel einfach, die lasse ich weg. Die Rampages, wo weniger Gewalt im Vordergrund steht, die aber ein bisschen schwieriger sind, die werde ich euch hingegen zeigen. So, nun haben wir unser zweites Versteck erworben. Ich werde auch hier gleich mal speichern und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis bald!